So, weiter geht's in der Liga jetzt mit dem Spiel gegen die Hertha. Da war nämlich letzte Saison auch verloren, aus jetzt in Berlin, relativ spät erst. Ja, mal gucken. So, los geht's. Ach man, ärgert das Spiel mich, ey. Verlierst du so unnötig so ein Ding. Gucken wir, was das Training ist, aber bringt eh nicht wahrscheinlich viel. Ah, komm, mal egal. Nimm was raus. Kein So, Spiel wie Hertha. jedes andere am heutigen Tag. Zwei Mannschaften, die sich heute einiges vorgenommen haben. Bleiben Sie dran, wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Wichtige Durchsage für Herrn Dietmar Höppner. Dietmar Höppner. Bei tollem Fußballwetter heiße ich Sie herzlich willkommen hier im Olympiastadion. Seien Sie begrüßt zu dieser heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Hertha BSC gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Er hat in den Tagen vor diesem Spiel die Schlagzeilen beherrscht. Denn er spielt heute das erste Mal gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele. Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst noch ja, den ein oder anderen Spieler. Hast hier viel erlebt und das musst du dann eben ausblenden. Musst dich konzentrieren, das ist keine leichte Aufgabe, aber eine typische für den Profifußball. Es zählt der Club, für den du gerade spielst, wo du unter Vertrag bist. Ja. So, wollen wir heute mal was besser machen, als wir in der letzten Saison gemacht haben. Wie so letzte Saison haben wir hier verloren, 1-0. Und das wollen wir heute ändern. Uschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist. Alaba, oh. Dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie haben sich auch für ein offensives 4-5-1 entschieden. Ja, mich überrascht das nicht. Das macht das Spiel besonders spannend. Na dann auf. Die Berliner mit dem Anstoß. Schauen wir mal, was wir heute in Berlin gerissen bekommen. Das ist ja, ja meiner Meinung nach, bittere Niederlage in Paris, gegen Paris zu Hause. Was in der Champions League uns definitiv zurückwerfen wird. Haben wir schon. So fangen sie den Angriff. Schönes Ding. Sehr gut. Schön gemacht von Savic, der ja auch nicht ganz unbeteiligt war, dieser Niederlage. Ah, da kocht der Verteidiger von Paulinho ab, der da nicht ins Kopfball kommt. Jetzt kommt die Ecke. Ja, was willst du machen? Also erstmal weg damit. Ecke für Blau-Weiß, für die Schalker. Ein leichter, überflüssiger Ballverlust. Ja. Munir. Matheus Cunha.
Ich komme aber auch nicht rein, weil da keiner hin will. Also ja, wir haben 5 Elfmeter die letzten beiden Spielen bekommen, nur so nebenbei. Ah, die Fans wollten gerade den Elfmeter prüfen, das hört man deutlich. Da kommt die Hereingabe. Er kann wohl klären. Er geht vorbei am Verteidiger. Jetzt die Flanke. Ach Mann, ich komme aber nicht. Tor ausgeklärt, sie bekommen die Ecke. Ecke kommt. Alario! Maxi Winkel. Kopfball, aber noch besser gehalten. Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Ich gehe kurz ab ans Studio. Wir haben hier das erste Tor für Köln. Neuer Spielstand. 1:0. Gespielt sind 20 Minuten. Danke für das Update. Sie holen sich den Ball. Läuft der Ball gerade. Also müssen wir den Schalke jetzt versuchen, es zumindest. Ah, schöner Ball aber aufs Richter. Also. Alario! Die Spieler legen sich in den Arm. So hatten sie sich das vorgestellt. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück. Und dann haben sie das 2 gegen 1. Und da bist du als Torhüter machtlos, wenn das so clever ausgespielt wird. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. So. Also Alario auf jeden Fall so, aber dieser Pass auf Richter, der war auch nicht. Weltklasse. Der war gut gespielt. Munir. Matheus Cunha. Ja, geht gut. Oder Sinac. Gut gemacht. Lukas Alario. Ah, Glück gehabt. Alario kam nicht da durch. Wenn er sich um den Gegner umdreht, ist er frei durch. Er steht gut und hat den Ball. Oh, Traumpass von De Rose und auf Alario. Pfosten. Latte, Entschuldigung. Und jetzt Freistoß Schalke. Der Ball kommt. Oh, nicht schlecht. Latzer. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. In Sachen Ballbesitzstatistik ist die Hertha heute die stärkere Mannschaft. Aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen. So richtig. Nicht wundern, dass sie hinten liegen. Dann sollen wir rechts sein. Sollen sie die Bälle haben? Also mir wurscht in dem Moment. Solange sie nichts draus machen, ist mir das so egal. Aber das Schaka. Darf auch nicht. Nicht schlecht. Acuña. Ecke. War kein Fall. Mann, auch das weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich dachte mir, der fällt mir doch noch hinten rein, weil so gefällt die Sonne ja erst gar nicht aus. Ach, guck mal. Eine Minute gibt's oben drauf. Okay. Er entscheidet auf Freistoß für Schalke. Ach komm, du feist mir doch nicht jetzt in dem Angriff den Ball, den Angriff weg. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Eine spannende Partie, wie ich finde, Fouché. Ich habe ja schon das Gefühl, dass jedes Tor entscheidend sein könnte. Ja, ein Spiel mit wenig Toren, da musst du natürlich höllisch aufpassen. Der klitzekleinste Fehler kann die Niederlage besiegen. Die Berliner mit der Mannschaft. So, also, kurz mal in die Zwischenstände reingucken. Und weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2.
Und dann treffen wir wieder auf Borussia nach Paris. Also wir müssen nach Paris, da müssen wir dann tatsächlich gewinnen. Sollte das irgendwas werden, bitte weiterkommen. Bam! Schön abgekocht haben mit Neil. Chaka. Mit Neil. Acuña, ja. Wer schon gefährliche Situation hatte heute. Und die Kölner spielen uns gegen Düsseldorf. Aber das ist jetzt hier gerade relativ uninteressant. Wir kriegen jetzt gerade ein bisschen zu viel Druck von der Hertha. Und das gefällt mir nicht. Ecke in die Mitte. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Da oben, der vorne den Ball. Ein guter Block hier. Ach, was wollt ihr denn? Also momentan ist viel, viel härter. Viel zu viel härter. Die Ecke kommt rein. Klärt ins Aus, wird Einwurf geben. Einwurf Berlin. Die Fans sauer aus ihrer Sicht, musste es da Elfmeter geben. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre ja, momentan ist halt sehr, sehr viel Berlin. Die Schalker viel zu viel unter Druck. Sie kommen momentan nicht rein. Kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leipzig. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 57 Minuten. Ah, Greenwood. Abschluss. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Ah, da ist aber auch keiner. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Erneut so ein hervorragender Pass. Hertha macht Druck. Ja, Mata macht zu viel Druck. Timo Becker jetzt vielleicht mal. Jetzt mit ein bisschen Dusel der Ball da durch. Die Schalker kontern. Alario. Mit Alario. Ja, und Hertha macht den Druck. Schalke macht die Tore. 0-2, 67. Wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. So. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Also Doppelschlag-Alario, Doppelpack-Alario. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Also Hertha macht so viel Druck momentan, die Schalker machen aber halb den zweiten Konter einen Treffer. Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 69 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Xhaka. Matheus Cunha. Und jetzt die Hertha mit dem durch. Und jetzt ist es passiert. 74. Das ist zu schaffen. Munir. Und es ist mal kein Elfmeter. Aber gut gespielt da. Den Verteidiger auseinandergezogen. Becker kriegt es nicht mehr zugelaufen. Fender war machtlos. Und dann steht es 1:2 nur noch. Ja, passiert. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. So, ich werde jetzt mal kurz den Wechsel eben vollziehen. Paulinho runternehmen. Den brauche ich zum Beispiel noch für das nächste Spiel gegen, gegen Paris, klar. So, wenn wir doppelt wechseln. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Raus. Eine gute Leistung heute von ihm. Und jetzt hat er Feierabend. Ein verschenkter Einwurf. Der Ball ist erstmal weg.
Eduard Löwen. Knapper Vorsprung. Hertha macht es momentan. Die Schalker müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Hertha macht viel momentan. Musiala. Drauf gegen den HSV und gegen den VfL Wolfsburg und trifft auch gegen die Hertha 83. Wieder zwei vor. Wie gesagt, hat eigentlich fast das komplette Spiel überdominiert. Hat die Tore noch nicht gemacht. Die haben drei Torschüsse gehabt, da waren alle drei drin. Konja. Mason Greenwood. Jetzt vielleicht die Flanke. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Klasse gemacht, stark geblockt. Hab dich. So, warte mal, wenn jetzt heute der Wechsel kommt. Ja, okay, dann. Ich dachte mir, ich könnte Kone mal reinwerfen zum Debüt. Aber. Kann ich nicht. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, aber gewonnen, aber Ball weg. Jetzt gibt's Gelb für Savage. Glaube ich. Oder gibt der hier sogar mehr? Nö, gibt nichts. Okay. So, jetzt bringt man an. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. Und dann war's das. Hertha unterliegt, wie auch immer, mit 1:3. Diesen Berlin-Fluch haben wir geschafft. Letzung bei Union und bei der Hertha verloren. Jetzt haben wir es zumindest mal geschafft. Holen es 3 Punkte, machen der Liga weiter Druck und müssen jetzt in der Champions League noch liefern. Da kommt der Schuss. Ja, ich denke, mit dem Zenden habe ich einen wirklich guten Keeper verpflichtet. Wie gesagt, er hat geholt. Wie gesagt, von den letzten 5 hat er, glaube ich, 3 geholt. Aber der nächste Gegner heißt jetzt erstmal. Ach, jetzt heißt es doch DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Ach Gottchen, da kommt noch ein Pokal dazwischen. Okay, dann schauen wir das uns in der nächsten Folge an.